Guten Tag, liebe Steinhoff-Freunde. Wieder einmal in der Küche. Und es gibt wieder einige Dinge zu Steinhoff zu sagen. Ich hatte auch manche Anfragen gehabt, auf die ich gerne hier antworten möchte. Warum befindet sich der Kurs der Steinhoff-Aktie immer noch auf Insolvenzniveau? Ich glaube, diese Frage bewegen die meisten. Die Frage ist natürlich erstmal, warum ist Steinhoff noch nicht überall im deutschen Börsenhandel, also vor allem in der wichtigsten Handelsplattform, nämlich dem Xetra DAX, handelbar? Genaues weiß man nicht. Aber ich denke mal, dass die immense Verschuldung und die Zinslasten, nämlich annähernd 10% für die alten Unternehmensschulden, also circa insgesamt rund 1 Milliarde Euro jährlich, eine große Rolle spielen. Soweit zum Kurs. Zur Handelsplattform Xetra kann ich noch nichts sagen. Da warte ich auf eine Nachricht. Das derzeitige Börsenumfeld im Hinblick auf den russisch-ukrainischen Krieg beflügelt derzeit auch nicht gerade die Weltbörsen und macht somit auch vor Steinhoff nicht halt. Das schon länger erwartete IPO der Mattress Firm bringt derzeit auch keine Entlastung und somit werden weder Liquidität generiert oder gar die Assets in der Bilanz erhöht. Allein die 50-prozentige Beteiligung an Mattress könnte als Sicherheit für günstige Refinanzierung eingesetzt werden oder für Wandelanleihen mit einem günstigeren Zinssatz. Geschieht aber derzeit noch nicht, zumindest gibt es keine Nachrichten. Positive Entwicklungen bei Pepco und Pepcor sind auch zurzeit nicht in der Lage, die Bewertung der Steinhoff Holding günstig zu beeinflussen. Obgleich es gute Meldungen von beiden, insbesondere von Pepco, gab. Pepco hatte Anfang Mai 2022 eine sehr gute Woche, was die Neueröffnungen betrifft. Sie hat immerhin schon jetzt 2770 Geschäfte in 16 Ländern Europas geöffnet. Das kann man auch auf der Pepco-Homepage überprüfen. Es gab ein Geschäftswachstum von immerhin 0,3% allein in dieser ersten Woche im Mai. Es sind wieder 8 Geschäfte dazugekommen. 4 Geschäfte in Italien, 2 Geschäfte in Österreich, ein Geschäft in Polen und eins in Serbien. Das Wachstum pro Woche der neu geöffneten Geschäfte ist beeindruckend. Die letzten beiden Monate hatten wir in 4 Wochen über 10 Neueröffnungen pro Woche und in 3 Wochen hatten wir nur knapp weniger als 10 Neueröffnungen. Nur in den beiden Osterwochen hatte Pepco mit 5 bzw. 3 Neueröffnungen weniger Wachstum. In den circa 2 Monaten hatte Pepco also 85 neue Geschäfte eröffnet. Wenn ich von einem Turnaround spreche, das habe ich auch früher schon angedeutet, muss man natürlich die wachsenden Töchter mit den guten Ergebnissen in die Bewertung mit einbeziehen. Und diese 3 wichtigsten Töchter sind nach wie vor Pepco, Pepcor und Mattress Firm. Diese 3 Firmen dürfen uns auch in Zukunft eher Freude als Kummer bereiten. Es bedarf aber vermutlich noch einiges an Geduld, bis sich das einmal im Steinhoff-Kurs niederschlägt. Bis dahin kann jeder selbst entscheiden, ob er weiter engagiert bleiben will oder noch Stücke dazu kauft. Festzuhalten ist somit, dass die positiven Entwicklungen bei Pepco und Pepcor derzeit so gut wie keine Wirkung auf die Gesamtbewertung der Steinhoff Holding hat. Trotz der 78-prozentigen Beteiligung Steinhoffs an Pepco und 400 Neueröffnungen europaweit, verbunden mit einem steigenden EBITDA aufgrund steigender Storezahlen, bewegt sich derzeit nichts. Ebenso schlagen auch die geringeren Investitionskosten, die hohen Umsätze je Quadratmeter nicht zu Buche. Was die Vergangenheit betrifft, die natürlich auch auf die Zukunft immer noch Einfluss hat, geht das oder die Abarbeitung der vakanten Probleme, insbesondere die Lösung zu Step 3, weiter. Die Anmeldefrist für börsengebundene Verluste von Steinhoff-Anlegern ist im letzten Monat abgelaufen, von daher kann keine Belastung mehr auf die Holding hinzukommen. So heißt es. Es hatten sich über 43.000 Anträge mitsamt circa Euro 3,2 Milliarden Schadenssumme angesammelt. Diese werden nun geprüft und alle anerkannten Schäden werden dann vom entsprechenden Topf anteilig bedient. Alles geklärt in den genehmigten Verfahren in Südafrika und den Niederlanden am 15. Februar 2022, am effektiv gewordenen Settlement Date. Marcel Wind
erläuterte. Die Stichting Steinhoff Recovery Foundation hat mit Unterstützung des ernannten Schadensverwalters hart daran gearbeitet, Ansprüche zu bearbeiten, sobald sie eingegangen waren, und wir werden nun mit dem Abschluss der Verwaltung und Überprüfung aller bis zur Anwaltskammer eingereichten Ansprüche fortfahren. Vorbehaltlich des Abschlusses des Anspruchs des Verwaltungs- und Prüfungsverfahrens, des Ablauf der im Gesamtvergleich vorgeschriebenen Fristen und nach Abschluss bestimmter Zusicherungsverfahren beabsichtigt man, mit der Verteilung der anteiligen Rückforderung von Barmitteln an Anspruchsberechtigte mit gültigem und akzeptierten Ansprüchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Jahre 2023. Also erst wenn die gesamte Schadenssumme feststeht, nachdem alle angemeldeten Ansprüche geprüft wurden, kann die Verteilung der Vergleichsbeträge erfolgen. Und das ist nun einmal für Anfang 2023 vorgesehen und wäre dann ebenfalls ein weiterer Befreiungsschlag für Steinhoff, könnte aber derzeit auch noch den Kurs belasten. Nachdem man am 21.04.2022 sehr gute Halbjahresergebnisse geliefert hatte und zuvor die eingeschlagene Europaerweiterung mit einer Zielgröße von über 20.100 Neueröffnungen in den nächsten 10 Jahren noch einmal zugelegt hat, klärte man jetzt Zukunftsfragen des Konzerns und realisierte die Eröffnung der ersten Pepco-Filialen in Berlin. Unter www.rain24.com heißt es, der Billigdiscounter Pepco hat am 28. April seine erste Filiale in Deutschland eröffnet und die nächsten Pepco-Filialen sind schon geplant. Weiterhin heißt es, Berlin, im Kampf der Discount-Giganten bekommen Kick, Action und Co. einen weiteren Wettbewerber dazu. Das polnische Unternehmen Pepco hat am 28. April seine erste Filiale in Deutschland im Einkaufszentrum Boulevard Berlin eröffnet. Vor allem Kleidung und Haushaltswaren zum besonders günstigen Preis anzubieten, ist das Konzept des Billig-Discounters. Weitere Standorte sind geplant. Deutschland ist das 16. Land, in dem Pepco Filialen eröffnet. Und dann soll es Schlag auf Schlag weitergehen. So die Eröffnung der nächsten beiden Pepco Filialen im Sommer in Ostdeutschland. In den Monaten darauf werden weitere Filialen in anderen deutschen Städten ihre Geschäfte eröffnen. So sagt Patrick Steiger, Operation Manager von Pepco Deutschland, im Vorfeld: Wir freuen uns sehr, noch im April die erste Filiale in Berlin zu eröffnen und können unsere Premiere in Deutschland kaum erwarten. Mit unserem Qualitätsversprechen, den unschlagbaren Preisen und mit unserem bekannt hochgeschätzten Kundenservice sind wir davon überzeugt, mit den von uns angebotenen Produkten die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden in Deutschland zu erfüllen. Steinhoff setzt also auf dasselbe Konzept wie in Südafrika mit der ursprünglichen Pepcor Europe. Mit diesen über 2700 Filialen in ganz Europa versorgt Pepco Familien mit allem, was sie für den Haushalt benötigen. Darunter Kinder-, Herren- und Damenbekleidung, Unterwäsche, Modeaccessoires, Spielzeug, Deko, Textilien und Haushaltswaren. Das Unternehmen bietet Kunden gute Qualität zu günstigen Preisen und dasselbe Erfolgsrezept versucht die Pepco Group mit einem Zukauf in Brasilien mit der sogenannten Grupo Avenidas als Basis des neuen Südamerika-Geschäfts. So sagte Alexandre Tschikaitze, Pepco Retail Director, folgendes: Unser Angebot bietet unseren Kunden die besten Einkaufsmöglichkeiten und den einfachsten Zugang zu allen Produkten, die sie benötigen, um ihre Familien zu kleiden, ihr Heim zu dekorieren und ihren Haushalt zu führen. Die letzten Filialeneröffnungen wie in Österreich, wo unser Markteintritt im Herbst 2021 erfolgte, stießen auf großes Kundeninteresse. Wir erwarten auch im Zuge des deutschen Markteintritts einen regen Kundenzulauf in unseren Filialen. Und so schreibt auch prompt ein Börsenblatt: Bei Pepco sollen Kunden zum Beispiel Bodies für Babys aus Biobaumwolle für 5 Euro finden. Unter den Haushaltswaren finden sich Produkte der Pepco-eigenen Japandi Collection, eine große Duftkerze aus Sojawachs ist beispielsweise für 9 Euro erhältlich. Bekleidung einschließlich Schuhe und Unterwäsche machen etwa 60% des Pepco-Sortimentes aus. Der Rest seien Ausstattungs- und Dekowaren für Wohnräume. Neben dem ständigen Warensortiment führen Pepco auch limitierte Sonderkollektionen, Lizenzprodukte und saisonale Angebote im Sortiment
beispielsweise für die Sommerferien oder den Schulanfang. Könnte auch in Deutschland funktionieren. Das Pepco-Management ist jedenfalls davon überzeugt. Und weiter sagt man, und auch beim Management machte man Nägel mit Köpfen. Per 22.04.2022 wurde Trevor Masters zum CEO mit sofortiger Wirkung ernannt. Masters sei maßgeblich am anhaltenden Erfolg der Gruppe beteiligt gewesen, da er seit seinem Eintritt in die Pepco Group im November 2019 das größte und am schnellsten wachsende operative Geschäft von Pepco leitete. Er verfüge über 40 Jahre Erfahrung im Einzelhandelssektor, sowohl in Großbritannien als auch international, und habe klare Führungskompetenz. Nachdem er 7 Jahre lang als Chief Executive Officer von Tesco International und in verschiedenen operativen Funktionen für Tesco in Großbritannien tätig war. Der Vorstand wird die Ernennung von Trevor zum Vorstandsmitglied auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre der Pepco Group vorschlagen. Trevor Masters sagte dazu: Ich fühle mich sehr geehrt, zum CEO der Pepco Group ernannt worden zu sein. Wir haben eine klare Strategie und einen bedeutenden Wachstumsplan, den wir erfolgreich umsetzen. In unserem Geschäft geht es darum, unseren Verbrauchern Tag für Tag ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine große Auswahl zu bieten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren talentierten Kollegen im gesamten Unternehmen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin für Kunden und Aktionäre gleichermaßen liefern. Und Richard Burroughs, Chairman of the Board der Pepco Group, ergänzte: Der Vorstand kam einstimmig zu dem Schluss, dass Trevor der herausragende Kandidat für die Rolle des CEO ist, und wir freuen uns, dies heute bestätigen zu können. In seinen bisherigen 3 Jahren bei der Gruppe hat Trevor eine außergewöhnliche Führungsrolle bei der Förderung des Wachstums unserer Pepco-Geschäfts bewiesen, indem er Geschäfte in unseren etablierten Märkten und strategisch wichtigen neuen in Westeuropa eröffnet hat. Dies ist nachweislich. Die Erfolgsbilanz Trevor Masters, nämlich die hohen Wachstumsraten der Pepco-Kette, die sich auch in den letzten 6 Monatszahlen niederschlägt. Starkes Wachstum, Expansionskurs fortgesetzt, alles deutet darauf hin, dass auch die vor kurzem vorgestellten 10-Jahres-Aktionspläne so umgesetzt werden können. Nun zu den Zahlen. Die Pepco-Stores hatten einen Umsatzplus von 17,5%, die osteuropäischen Pepco-Stores sogar 28,9%. Der Gruppenumsatz stieg in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres dabei auf 2,371 Milliarden. Also ein Plus von 17,3%. Die Marke Pepco steht für 28,9% Wachstum mit insgesamt 202 Neueröffnungen in diesem Zeitraum, während die Gruppen Like-for-Like-Verkäufe auf gleicher Fläche im ersten Quartal um 5,3% und im zweiten Quartal um 12,1% stiegen. Legte Pepco auch hier deutlich zu. Like-for-Like stiegen Pepcos Umsätze im ersten Quartal um 7,2% und im zweiten Quartal sogar um 12,1%. Hierbei könnte das niedrigpreisige Sortiment der Pepco-Stores gerade im Schwerpunktmarkt Osteuropa durch die Millionen ukrainischen Flüchtlinge verstärkt nachgefragt worden sein. So könnte im März eine entsprechende Umsatznachfrage das Umsatzwachstum des Konzerns weiter beschleunigt haben. Das EBITDA lag zwischen 342 und 350 Millionen. Damit befindet sich die Gesellschaft hinsichtlich der gesetzten Jahresziele auf der Zielgeraden. Insgesamt 235 neue Stores wurden im Berichtszeitraum eröffnet, auf Kurs für mindestens 400 geplante Neueröffnungen im gesamten Geschäftsjahr. Neben den 202 neuen Pepco-Stores, wovon 84 an westeuropäischen Standorten eröffnet wurden. Unter dem Namen Poundland wurden 33 neue Stores eröffnet, was einen Zuwachs von 6,7 bedeutet. Dazu wurden 586 Stores modernisiert, 534 für Pepco, 52 für Poundland, womit seit 2019 insgesamt 1.900 dem neuen Design angepasst worden sind. So kommentierte Trevor Masters: Wir sind mit dieser Reihe von Ergebnissen sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass unser Geschäft globalen Störungen ausgesetzt ist. Wir haben uns weiterhin auf unsere strategischen Prioritäten konzentriert, insbesondere auf das Wachstum neuer Filialen und unser fortgesetztes Refit-Programm, die beiden weiterhin unsere Kunden begeistern und starke finanzielle Leistung liefern.
Weiterhin heißt es, wir werden unsere bedeutende Wachstumsagenda weiter vorantreiben und gleichzeitig unsere Geschäftskosten senken. Dies aktiviert uns, den Großteil unserer Input-Inflation auszugleichen, wodurch wir die Preise für unsere kostenbewussten Kunden schützen können. Der Markt, in dem wir tätig sind, dürfte aufgrund der Situation in der Ukraine und des anhaltenden globalen Inflationsdrucks kurzfristig volatil bleiben. Wir haben jedoch eine klare und erfolgreiche Strategie, um unsere beträchtlichen langfristigen Wachstumschancen zu nutzen. Solange sich das makroökonomische Umfeld nicht weiter signifikant verschlechtert, bleiben wir zuversichtlich, unsere Gewinnprognose zu erfüllen. Steinhoff hat also durchaus ambitionierte Wachstumsschübe zu erwarten. Die Verdichtung des Verkaufsnetzes, der Neueinstieg in neue, teilweise kaufkräftige Märkte wie Österreich, Spanien, Italien, Deutschland sind dabei zu erwähnen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 betrieb man insgesamt 3.504 Stores unter den Marken Pepco, Diels und Poundland. Beim Pepco, ein IPO, waren nur 11.200 Neueröffnungen für die nächsten 10 Jahre geplant. Und jetzt ist man bereits bei rund 20.100. Dazu kommt, dass bisher der Pepco-Konzern seine jeweiligen ehrgeizigen Wachstumsziele erreichen konnte, mit der Ansage, dass 647 Millionen Euro EBITDA von 2020 auf 2021 absehbar auf über eine Milliarde Euro zu bringen ist. Wichtig sind dabei die relativ geringen Investitionskosten für die relativ einfach eingerichteten Stores, die je nach Lage derzeit innerhalb von 18, also in Osteuropa, respektive 25 Monaten Westeuropa geöffnet wurden. In den Hauptmärkten Osteuropas, die bereits bedient werden, soll das Netz der Stores verdichtet werden um rund 1.000 Neueröffnungen. Das gilt vor allem für die baltischen Staaten, nämlich Polen, Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Slowenien und Ungarn. Dazu sollen die Märkte in Montenegro, Bosnien, Moldawien, Albanien und Nordmakedonien mit mindestens 309 Standorten bedient werden. Hinzu kommt der komplett neue Marktauftritt in Deutschland, Frankreich, Portugal, Benelux und Griechenland, nachdem in Deutschland das erste Geschäft eröffnet wurde. Dazu noch nicht gerechnet die Märkte im Rahmen der Langfristplanung, nämlich Frankreich, Portugal, Benelux und Griechenland, die man weiter kräftig ausbauen wird, und die Bedeutung, wenn man das Netz der Stores in den bereits angegriffenen westeuropäischen Marken von Italien, bisher 25 Stores, Österreich 3 Stores, Spanien 13 Stores, Serbien 46 Stores. Und so heißt es, die hier aufgeführten Zielmärkte verfügen mehrheitlich über eine höhere Kaufkraft, das ist jetzt beachtlich, als die derzeitigen Schwerpunktmärkte, wobei die Gesamtzielgröße von Neueröffnungen in den nächsten 10 Jahren auf eine Store-Dichte analog zum Kernmarkt Polen nach dem derzeitig geplanten Lückenschluss angelegt ist. Denn zu den derzeit in Polen bestehenden 1087 Stores sollen dann noch weitere rund 200 Stores in naher Zukunft hinzukommen, um den Gesamtmarkt abzudecken. Hinzu kommt die Hauptversammlung von Pepco, genehmigte, anders als das für die Steinhoff-Aktie war, mit annähernd 100% für die Schaffung eines genehmigten Kapitals von bis zu 10% mit oder ohne Bezugsrecht. So könnte das Unternehmen, falls gewünscht, das Wachstumstempo möglicherweise bei günstigen Einstiegsgelegenheiten beschleunigen, wobei, wie bereits betont, die Investitionskosten für neue Stores auch der Zielgruppe und der Preispolitik geschuldet überschaubar sind und innerhalb relativ kurzer Frist, 18 bis 24 Monate, wieder eingeholt werden können. Somit spricht vieles dafür, dass allein die Pepco-Aktie auf Dauer viel Luft nach oben hat und das mittlerweile auch nach Meinung so mancher Analysten. Nochmal zu erwähnen, natürlich sind die Kurse meines Erachtens immer noch Insolvenzkurse, aber auch vermutlich ein wenig das Ergebnis dieses russischen-ukrainischen Krieges. Interessant wird es sein, sich einmal die Zahlen des zweiten Quartals endend am 31.03.2022 genauer anzuschauen. Nicht zu vergessen, der offizielle Abschluss des Global Settlement, selbst unter theoretischer Annahme einer Finanzierung mit sehr geringen Zinssätzen des vollen Risikos bei Nichteinigung, hätte man die Zinsen mit den Tochtergesellschaften nicht stemmen können. Dieses Risiko ist seit Februar endgültig vorbei. Zweitens, die operative Performance der großen drei Töchter Pepco, Pepco MF,
Also Mattress Firm hat sich sehr gut entwickelt. Jetzt wären wir in der Lage, mit dem operativen Ergebnis die aktuell bestehenden Schulden zu normalen Marktbedingungen zu stemmen. Die Trading-Updates aus dem ersten und zweiten Quartal haben eine klare Sprache gesprochen. Das heißt, erst jetzt würde Steinhoff allein durch die operative Performance wieder Geld für die Shareholders verdienen, sogar bei den aktuellen Schulden. Daraus folgt, dass Steinhoff nicht mehr gezwungen ist, weitere Assets zu verkaufen. Die Bilanz ist zwar abzuwarten, aber wenn man profitabel ist, hat man entsprechenden Rückenwind. Mehrere Banken sollten eigentlich als Darlehensgeber ein großes Interesse an Steinhoff haben. Bei den hohen Kreditvolumen würde auch ein günstiger Zinssatz reichen, um aus Bankensicht ordentlich Geld zu verdienen. Das alles sind gute Ausgangsvoraussetzungen für bessere Zeiten. Auch wenn wir es noch nicht im Kurs erkennen, so sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Die Berichterstattung über Steinhoff nimmt wieder zu. Das Interesse an der Aktie könnte wieder steigen. Denn ein wichtiger Meilenstein, zumindest für einige Investoren, ist, dass Steinhoff auch aus Shareholder-Sicht bei marktüblichen Zinsen nachhaltig profitabel ist. Dies sollte jetzt gegeben sein. Zur Erinnerung, Step 1 hat 18 Monate gedauert, Step 2 hat 2,5 Jahre gedauert. Für Step 3 sind gerade 6 bis 9 Monate veranschlagt. Heute sind erst ca. 4 bis 5 Monate seitdem vorbei. Es ist ja nicht so, dass es nur einen Gläubiger gibt, mit dem man zu reden hat. Es sind meiner Erkenntnis nach ca. 90 verschiedene Gläubiger im Streit. Manche wollen vielleicht sofort raus, andere mittelfristig und manche gegebenenfalls langfristig dabei bleiben. Louis Depré hat immer gesagt, dass Step 2 und Step 3 parallel laufen. Was er damit meint, hat er auf der Investorenveranstaltung am 13.08.2019 erläutert. Realizing Assets. Nicht erst damit anfangen, wenn Step 2 durch ist. Das muss parallel gehen. Auch positiv, bis Ende Februar 2022 hatte man 2,487 Milliarden Euro an Zinsen gezahlt. Die Halbjahreszahlen am 24.06. werden meines Erachtens nach weiter zeigen, dass es aufwärts geht. Vielen herzlichen Dank.